Opa Tor des Königs, ja, mit seiner tollen Frau und Königin Marion. Komm raus! Unser Präses jetzt einige Worte an Sie richtet, insbesondere gemünzt auf das alte, auf das scheidende Königspaar, in diesem Fall Kaiserpaar. Der ist aber, es gibt ja Dinge, die passieren dann im ungünstigsten Moment, der ist während des Königsschießens, noch bevor der Vogel gefallen ist, zu einem Versehgang ins Krankenhaus Meerheim gerufen worden, das heißt die letzte Ölung zu spenden. Das heißt, da werde ich also jetzt den Part auch übernehmen. Er hat gesagt, er versucht alles, um es noch zu schaffen. Wir haben ihm immer eine SMS geschickt. Der ist ja mit den neuesten Technologien vertraut. Aber er scheint es nicht geschafft zu haben. Wenn er noch kommt, dann gebe ich gerne das Mikrofon weiter. Also, fangen wir mit dem scheidenden Königspaar, mit dem Kaiserpaar an. Der Skippy und die Roswitha haben unsere Bruderschaft im vergangenen Jahr ja zum dritten Mal vertreten. Der Skippy hat seinen Traum, ein Jahr lang Kaiser von Flitter zu sein, leben dürfen. Er hat ihn gelebt mit Haut und Haaren. Er hat sich dafür wirklich, also er hat seinen ganzen Lebenssinn darauf ausgerichtet, einmal Kaiser von Flitter zu werden. Und er hat es genossen. Mit jeder Faser seines Körpers hat er das genossen, heute Morgen in der Messe. Er hat wirklich angefangen, ein paar Tränchen zu verdrücken. Und ich musste ihn da mal kurz trösten, denn das ist wirklich, das tut mir wieder leid von mir. Macht Menschen wie mir sind nicht jen allein, rutscht auch jeder, wie Kunde das mache. Menschen wie mir, ja Menschen wie mir, la 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 la, la la. So viel zum Skippy, aber die Roswitha soll nicht unerwähnt bleiben, um Gottes Willen. Das ist nämlich etwas, was es in Flittert noch nie gegeben hat. Zu meiner Rechten steht die erste echte Kaiserin von Flittert. Wir haben ja hier bei uns in der Bruderschaft nicht so viele Kaiser gehabt, weil in den früheren Jahren ja sehr, sehr viele Bewerber immer da waren. Und die wenigen Kaiser, die wir hatten, waren beim ersten Mal in der Regel so jung, dass sie da noch gar nicht verheiratet waren und deswegen mit ihrer Mutter König gewesen sind, sodass sie dann beim zweiten oder dritten Mal erst ihre Frau dabei hatten. Die Roswitha hat es geschafft, mit dem Skippy alle drei Königsjahre durchzuziehen und ihr habt unsere Bruderschaft hervorragend vertreten und dafür danken wir euch ganz herzlich. Und deswegen rufen wir noch ein letztes Mal auf unser scheidendes Kaiserpaar aus. Unser Skippy und unsere Roswitha, Sie sollen leben! Oh! Sie leben! Oh! Sie leben! Oh! Oh! Leben! Ja, so viel zu den beiden. Jetzt kommen wir zu zwei Personen, Persönlichkeiten, die heute das erste Mal hier oben zusammenstehen. Ja, gerne machen wir.
Inzwischen wird es sich herumgesprochen haben, dass er Christoph mein Bruder ist, auch bei denen, die unsere Familie nicht so gut kennen. Und ja, manche, wenn ich meinen Hut abnehme, das Profil ist ähnlich, sagen wir mal so. Ja? Also, ja, ich bin schon öfter von Ihnen gefragt worden, wie macht er das überhaupt? Es ist ja so, dass der Christoph, da fangen wir ganz vorne an, als Kind hat er schon sehr schlecht sehen können. 20% Sehfähigkeit war so das, was drin war. Mit diesen 20% hat er es geschafft, ich muss auf den Zettel gucken, 1984-85 Jungschützenkönig zu werden, ganz alleine. 20% Sehfähigkeit, das haben wir getestet, ist so, als wenn ich ohne Brille schießen würde. Das heißt, man sieht da oben nur ganz verschwommenen Schwamm hängen und das Korn sieht man eigentlich überhaupt nicht vom Gewehr. Das ist also ein kleines Wunder, da hat er ganz alleine den Vogel abgeschossen, da habe ich mich schon genauso gefreut wie heute. Dann hat ihn ja leider Gottes vor einigen Jahren dieser Schicksalsschlag ereilt, dass er quasi ganz blind geworden ist und jetzt nur noch 1% Sehfähigkeit hat. Da haben viele gesagt, wie macht der, wie schießt der da überhaupt? Es hat vor einigen Jahren mal in Duisburg einen Schützenkönig gegeben, der war auch blind. Die haben das so geregelt, da hat jemand für den geschossen und da stand der Schützenkönig hinter ihm, hat ihm die arme Hände auf die Schulter gelegt. Wir haben, der Christoph in seiner Art, der immer alles selber machen will, was ja auch gut so ist, nur so überlebt man sowas ja auch und da bewundern wir ihn ja auch wirklich alle für. Der Christoph setzt sich dahin, nimmt das Gewehr, kein anderer packt das Gewehr an, er schießt selber und hört nur auf das Kommando seines Sohnes, der dann sagt, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen rechts, links. Und es ist einfach irre, wie ruhig der das Gewehr halten kann und solche Treffer landet. Es ist einfach der helle Wahnsinn. Ja genau, eingesetzt. Der Königsmacher Daniel, genau, sein ältester Sohn. Ja, und es ist, ich muss das einfach auch nochmal sagen, das sage ich immer wieder, aber in dem Fall haben viele von uns hier das auch so empfunden. Es ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn man hier oben sitzt und man auch noch mitfiebert, wenn man gefangen ist, will ich mal sagen, ist ja klar. Dann ist das einfach nervenaufreibend und trotzdem, alle, die da unten gestanden haben, durchgeschossen haben, die sieben, die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Die haben sich umarmt, in den Arm genommen, Tipps gegeben. Der Ralf Klefus, der kam zu mir hoch und sagte, mitten im Schießen, das ist so geil hier. Das ist dieses Erlebnis, diese Gemeinschaft, dass jeder dem anderen gönnt, König zu werden. Deswegen schießt er seit Jahren mit. Er sagt, seit meinem 10. Lebensjahr bin ich in dieser Bruderschaft, weil dieses Gemeinschaftserlebnis nirgendwo oder nirgendwann deutlicher wird als beim Königsvogelschießen. Das würde ich am liebsten sagen, das müssten Sie mal erleben. Das ist wirklich unglaublich und in dem Fall, viele haben nachher zu mir gesagt, sie hätten noch nie so viele Menschen gesehen mit Pippi in den Augen. Mir ging es ja genauso. Es ist einfach wunderschön, dieses Erlebnis, wenn es dann einer wird, dem man es besonders gönnt. Man gönnt es jedem, aber irgendeinem gönnt man es ja immer besonders. Und der Christoph hat es jetzt geschafft. Er hat es, glaube ich, wie lange hast du es versucht? Über 10 Jahre auf jeden Fall. War es öfter mal nah dran. Und jetzt hast du es mit einem ganz, ganz tollen Schuss geschafft und mit endlich schönes Komplett. So, und zum Abschluss, das will ich nicht unerwähnt lassen, weil es einfach zur Familiengeschichte dazugehört. Nicht nur sein Vater war in den 80er Jahren Schützenkönig von Flittert. Der zweitälteste König von Flittert-Stammheim von 1668, Eberhard von Rheindorf, ist sein achtfacher Urgroßvater. Es bleibt in der Familie, ja? Den muss ich bringen, so. Und ich denke, jetzt ist es soweit. Ich bitte die neue Königin, ihren König zu krönen. Unser neues Königspaar, Christoph und Mario Schmitz, sie sollen leben. Sie leben. Sie leben. Thank you.
leben, hoch soll leben, dreimal hoch, hoch soll leben. So, dann möchte das scheidende Kaiserpaar dem neuen Königspaar noch.